Am Donnerstag startet Cotron mit dem Heimspiel gegen Rappi in die neue Saison. Bei mir ist jetzt der Reto Behra, um über die spezielle Saison zu reden, die sicher für alle Beteiligten anders wird sein als sonst. Gerade zuerst, ich führe das Interview mit einer Maske mit dir, wir halten ein bisschen Abstand. Wie nimmst du die neue Normalität wahr mit der Corona-Erkrankung? Ja, ich habe mich mittlerweile schon daran gewöhnt. Gell? Das ist jetzt auch nicht das erste Interview, das so ist. Und es gehört irgendwie langsam zur Normalität. Und ja, ich probiere mich so gut wie es geht daran zu halten. Aber es ist schon ein bisschen mühsam. Und auch, ja, es ist jetzt ein bisschen langweilig langsam. Und man denkt so, hey, wie lange geht das noch so? Aber ja, man muss irgendwie positiv bleiben und einen Tag nach dem anderen nehmen, glaube ich. Hast du privat irgendwelche Einschränkungen vorgefunden? Bist du zum Beispiel nicht in die Ferien gegangen oder hast du da auch auf Sachen verzichten? Ja, genau. Ja, sicher mit den Ferien ist man halt eher da geblieben den Sommer. Und sonst, ja, man muss ja eben aufheben, wenn du sagst, privat, eben Familie und so. Ich bin jemand, der sehr gerne mit meiner Familie weitum zusammenkommt und ab und zu mal, ja, das Nachtessen hat oder irgendetwas. Und auch da ist man natürlich jetzt schon ein bisschen eingeschränkt. Und vor allem wir als Hockeyspieler, oder, müssen natürlich da gerade doppelt schauen, oder, weil wir kommen nachher in die Garderobe und hocken mit allen Spielern zusammen. Von dem her, ja, hat sicher auch private Einschränkungen. Die Pandemie betrifft ja nicht nur die Gesundheit, es hat auch wirtschaftliche Folgen in allen Lebensbereichen. Und der Profisport ist ziemlich hart betroffen von dieser Pandemie. Es gibt Clubs, die bei den Löhnen Einbußen setzen, bei den Spielern einfordern oder verlangen. Bei euch ist das auch der Fall. Für euch ist das eine logische Folge, dass ihr euren Teil dazu beiträgt, dass euer Club da finanziell mehr oder weniger das kann umschiffen, die Pandemie. Ja, also absolut. Und man muss auch sagen, es sind ja nicht nur die Spieler, es sind ja alle zeigen da sehr grosse Solidarität. Und ja, ich habe es erwartet, dass das auch bei uns so wird sein. Und ich finde, unsere Leute oben durch, der ganze Vorstand, Präsident, alle sind sehr, sehr ehrlich und mit einem guten Konzept zu uns Spielern und zu allen Angestellten gekommen. Und von dem her ist das für mich klar gewesen, dass ich da sicher dabei bin und auch meinen Teil dazu beitrage. Die neue Saison fängt mit Verspätung an. Es werden von halbvollen Rängen gespielt. Wir wissen nicht, ob die Saison überhaupt zu Ende gespielt werden kann. Wie gross ist die Vorfreude, trotz all diesen Vorzeichen auf die neue Saison? Ja, sehr gross. Es war jetzt eine lange Zeit gewesen, speziell auch für mich, wo sonst auch noch, meistens noch an einer Weltmeisterschaft dabei ist. Ist jetzt fast der Sommer doppelt so lang gegangen. Und dann haben wir eben noch etwas später angefangen. Und der Saisonstart ist nochmal eben jetzt der erste. Von dem her ist es eine riesige Vorfreude, fast noch mehr als sonst, weil es jetzt so lange her ist, seit ich den letzten richtigen Ernstkampf, obwohl auch ein Freundschaftsspiel ist ein Ernstkampf, aber das letzte Meisterschaftsspiel hatte. Das war, glaube ich, ja, Ende Februar oder am 1. März. Von dem her ist die Vorfreude riesig und man merkt es auch bei uns im Team. Wir sind heiß, wir sind angespannt und natürlich auch eben mit dieser Halle jetzt. Ja, ist schade, ist nur zu zwei Drittel gefühlt, aber nichtsdestotrotz müssen wir froh sein, haben wir überhaupt Leute und müssen nicht so spielen wie die letzten zwei Runden der letzten Saison. Du hast das neue Stadion angesprochen, wir stehen hier drin. Wie sehr macht das Freude, jetzt, dass das endlich fertig ist, dass ihr da über die modernen Anlagen verfügen könnt? Ja, mega. Also jeden Tag, wenn ich ins Training komme, es ist ein anderes Gefühl als letztes Jahr, weil ich mich freue, in die Garderobe zu dürfen. Ja, es ist wirklich, wie ich es in der NHL gesehen habe, jetzt da, es ist, und wir haben halt schon, sind halt schon echte Baustellen gewesen. Du hast es gesehen, die letzten zwei Jahre. Und es war schon ein bisschen mühsam gewesen. Sagen wir, wenn wir gewonnen haben und so, dann haben wir es noch easier können wegstecken. Aber wenn vielleicht mal, ja, gerade ein Match oder zwei verloren hast und bist immer zu dieser Baustelle zurückgekommen, Duschen haben nicht funktioniert. Und es war schon ein bisschen ein Chaos gewesen. Von dem her ist es umso schöner, jetzt in dieser wunderschönen Arena zu dürfen hier jeden Morgen. Also überspitzt gesagt, hat jetzt die moderne Infrastruktur auch Einfluss auf die Leistung? Oder ist das dann gleich wieder übertrieben zu sagen? Oder? Es ist übertrieben zu sagen, aber es bringt sicher eine gute, stimmige Mannschaft. Und das ist ja wiederum doch etwas Wichtiges, was nachher vielleicht doch ein bisschen Einfluss hat auf die Leistung. Vielleicht ganz wenig hat auch das einen Einfluss, ja. Leistungsmässig bist du letzte Saison schon ziemlich auf deinem Top-Niveau gewesen. Also für viele bist du auch der beste Goalie von der Liga.
Wo kann sich eine Retobera noch steigern? Überhaupt? Ja, überall, überall. Für mich ist immer, ich kann mich überall verbessern, ich kann überall immer noch ein bisschen besser werden. Ich glaube, man hat nie ausgelernt. Ich bin jetzt schon so lange beschäftigt mich mit dem Goalie im Hockey. Und wenn ich wirklich mir für mich überlege, mir viel Leben, was kann ich noch? Und da sind noch ganz viele Sachen, die ich kann, besser machen kann. Und ich finde einfach, es hat fast kein Limit. Wirklich, es sind so viele kleine Details, die man immer noch verbessern kann und noch schneller machen alles. Vor allem halt das Bein noch reinbringen. Alles, was man schon super kann, kann man immer noch schneller machen. Und von dem her, ja, auch für mich ist jeder Tag immer wieder dazu lernen und das Ganze noch besser machen. Das ist mein Ziel, wenn ich jeden Tag da ankomme ins Training. Gibt es da irgendetwas, was du noch als Schwäche von dir bezeichnen würdest, wo du speziell daran arbeitest? Oder ist das eben, wie du gesagt hast, halt allgemein? Oder gibt es wirklich einen Punkt, den du findest? Ja, ich glaube, das habe ich angesprochen, der Speed. Ich glaube, ich bin ein grosser Goalie und bei den grossen Goalie, es sieht nicht nur langsam aus, es ist auch ein bisschen langsam, würde ich sagen. Nein, ich glaube, ich kann viel mit der Größe machen, darum hat man das Gefühl, es ist nicht so wichtig, der Speed. Aber für mich persönlich würde ich gerne überall alles noch schneller können. Du bist einer der Schlüsselspieler, wenn nicht sogar der Schlüsselspieler im Team von Gotteron. Wie gehst du mit der Erwartungshaltung und vielleicht auch mit dem Druck um, dass vieles von dir abhängt? Ja, das ist schön. So tue ich mein Leben geniessen. Und ich kenne das nicht nur ich bei Gotteron, allgemein als Goalie in einer Mannschaft. Bist du ein Schlüsselspieler? Gut, ich da eventuell noch ein bisschen mehr, aber wie gesagt, das ist das, was mir Lebensenergie, Lebensfreude gibt. Und auch der Lernprozess, wenn es mal nicht so läuft, mit dem umgehen können und richtig können reagieren darauf. Ich meine, auch wenn ich letztes Jahr denke, der Start ist nicht optimal gewesen und nachher trotzdem hat man müssen weiter kämpfen, weiter schaffen. Es sind Challenge und das ist für mich etwas sehr Schönes und da merke ich, dass ich am Leben bin und eben die Herausforderungen können anzunehmen. Und ja, ich freue mich riesig auf diese Saison in dieser Halle zu spielen. Aber das ist eine Rolle, die man Verantwortung trägt. Ist das auch ein Grund, warum du die Position letztlich als Goalie ausgewählt hast? Oder wie ist das eigentlich auch, dass du der ausgerechnet Goalie bist? Ich bin als kleiner Bubener auch die Ausrüstung hat mir gefallen. Und dann bin ich mal ins Goal gegangen in einem Training. Und dann irgendwie bin ich dort stecken geblieben. Ich weiß gar nicht wieso. Sie haben mich nicht mehr rausgelassen. Ich weiß nicht, ob ich besonders gut war. Ich habe immer das Gefühl, ich war als Spieler sehr langsam im Schlittschuhhändel und darum hat man mich ins Goal getan, weil ich eigentlich gut Schlittschuhhändel, aber nicht schnell. Mhm. Und dann, so bin ich glaube ich im Goal gewesen. Und dann ist es eher so gekommen, dass das Leben hat mir das gegeben. Ich bin als kleiner Bub irgendwie in die Position gekommen und habe gemerkt, je älter ich geworden bin, hey, da hat man eine grosse Verantwortung, da hat man Druck. Ich muss lernen mit dem Umgang, das habe ich gemacht. Das war eher der Weg. Es war nicht der Weg, dass ich gesagt habe, wow, auf dieser Position, da hat man eine riesige Herausforderung. Da ist mir ganz, das ist ganz eine wichtige Position in meinem Team. Das will ich machen. Sondern es war so, ich bin irgendwie da reingerutscht und habe aber nachher das Schöne an dem Ganzen können entdecken und gelernt, wie man mit dem Ganzen umgeht. Aber die mentale Komponente spielt im Sport allgemein eine wichtige Rolle und vielleicht als Goalie noch speziell. Wie versuchst du die Balance zwischen einem Match, wo du auf Hochspannung bist, voll konzentriert und vielleicht nach Hause wieder runterzukommen, runterzufahren? Hast du da Mittel und Wege gefunden für dich, wie du die Balance schaffst? Ja, es sind eigentlich ganz einfache, kleine Sachen. Ich probiere einfach, wenn ich die Halle verlasse, dann wirklich nicht mehr gross an Hockey zu denken. Und nur schon mit so etwas im Simpeln kannst du eigentlich recht viel regeln. Aber es ist eben gar nicht so einfach, wie es tönt, oder? Ich habe mir immer gesagt, it's simple but not easy, oder? Und genau so ist es. Es ist ganz etwas Einfaches, aber es ist nicht so einfach. Man muss es trainieren. Und da hilft natürlich jetzt meine Erfahrung und mein Alter, dass ich das schon gelernt habe, ja. Nicht nur du hast Verantwortung oder übernimmst Verantwortung. Letzte Saison hat auch Christian Dübe viel Verantwortung übernommen. Er ist vom Sportdirektor zum Trainer geworden. Er ist jetzt auch Trainer geblieben. Wie nimmst du ihn wahr als Trainer in dieser Rolle, in dieser zweiten Rolle in diesem Club? Ja, sehr authentisch und er ist sehr nahe, dass er sehr viel Erfahrung hatte und in dieser Liga die Liga super kennt wie kein anderer und da gespielt hat, merkt man. Er ist nahe bei uns Spielern.
Und er ist leidenschaftlich und er pusht uns. Und sie machen es allgemein als Team mit dem Pavel und mit dem David als Goalie-Trainer. Sie machen das super. Sie sind alle jung und frisch und man merkt, es kommt sehr gut an bei uns, bei den älteren Spielern und bei den jungen Spielern. Letztes Jahr war noch Sean Simpson dabei gewesen. Der ist ja auch von der Nazi her und so. Ja. Fehlt er ein bisschen oder findest du schon, dass der Weggang von ihm kann gut kompensiert werden kann, sei der Dübe oder Rosa oder David, der bist du genug weit, um das jetzt allein zu tragen? Die ja, das ist noch schwierig für mich zu sagen. Ich muss sagen, rein von der Atmosphäre machen sie, die drei, die wir jetzt haben, machen das super. Und ist klar, hat der Sean natürlich riesige Erfahrung oder, im taktischen Bereich und den Sachen, wo ich weniger weiß, wie viel er da Einfluss hatte im Hintergrund, im Coaches Office. Von dem her ist es schwierig für mich zu beurteilen, aber rein von der Atmosphäre her, ja, haben wir es jetzt wirklich gut, sie machen es gut und ist okay so. Die Rennen sind die gleichen geblieben, es sind ein paar neue Spieler dazugekommen. Wie tust du das Team einschätzen im Vergleich zu letztem Jahr? Hat er an Qualität zugewonnen? Wie tust du? Ja, absolut, denke ich, sind wir besser geworden. Auch wenn ich das Freundschaftsspiel angeschaut habe, offensiv gefällt mir sehr in einem Training. Ich sehe schon viele Linien, die harmonieren. Ich denke, offensiv sind wir sicher besser und auch in der Defensive sind wir, glaube ich, haben wir gelernt. Wir haben letztes Jahr vielfach nicht so sauber hineingespielt. Und wenn ich jetzt schaue, jetzt sind wir schon zwei Monate sind wir schon fast zwei Monate da, muss ich sagen, glaube ich, wir müssen uns allgemein überall verbessern. Du hast auch einen neuen Backup mit Conor Hughes. Wie ist das eigentlich auf der Goalie-Position? Wir bekommen einen neuen Partner sozusagen auf der Goalie-Position. Wie läuft da die Zusammenarbeit? Bist du einer, der sich gerne austauscht mit dem zweiten Goalie? Oder mehr für dich? Oder wie gehst du da? Nein, ist klar, man muss sich ein bisschen kennenlernen. Ich habe ihn überhaupt nicht gekannt. Und auch vorher mit Ludovic zusammen hat sich da eine richtige Freundschaft eigentlich entwickelt über die Jahre und jetzt ist alles noch neu. Ist klar, ich probiere vor allem Anfang der Saison, probiert man wirklich als Goalie sein Zeug durchzuziehen, damit man parat ist, das ist A und so. Aber nebendran ist klar, ist sehr kollegial mit ihm und ich probiere ihn natürlich zu unterstützen. Er ist noch eher ein junger Goalie im Vergleich zu mir, von dem her probiere ich auch da meine Leaderrolle wahrzunehmen und ihm auch überall können helfen, wo ich kann. Neue Qualifikation, sogar 52 Match. Bist du auch da zu haben dafür, mal ein Match zuzuschauen? Ist das für dich auch okay? Ja, oder wie? In der Saison finde ich, da muss man Tag für Tag nehmen. An und für sich, wenn du mich so fragst, sage ich nein, ich will immer spielen. Ich habe keine Lust zuzuschauen, ich will immer spielen. Aber sicher gibt es nachher in der Saison Phasen, wo es extrem hart ist, Belastung sehr hoch. Und dann macht es Sinn, ab und zu mal auch nicht zu spielen. Vielleicht noch zu deinen Zielen. Zuerst mal deine persönlichen Ziele. Was setzt sich ein Reto Beira vor einem Saisonstart für ein Ziel? Ist das irgendwie eine Abwehrquote? Ist das Shutouts? Ist das einfach möglichst dort abzuhalten? Ich mache sicher eine private Sache für mich. Aber sonst grob hocke ich auch mit dem Goalie-Trainer zusammen. Wir hocken zusammen und machen uns wirklich, wie du gesagt hast, Abwehrquote und Gegentorschnitt, wo man auch heutzutage sehr viel Wert auf Leute und man sieht, es ist einfach immer wichtig, dass die Statistiker auch gut schauen und jeder Schuss sehen, weil sonst stimmt es nicht mehr so. Nein, wir hocken immer zusammen und machen uns da ein Ziel und das werden wir das Jahr auch wieder machen, ganz kurz, zwei Tage, wahrscheinlich morgen vor dem Saisonstart, werden wir da zusammenhocken und unser Ziel setzen. Auf die Mannschaft, was habt ihr euch vorgenommen? Letztes Jahr habt ihr Playoff-Quali geschafft, nein, den Playoff nicht können spielen wegen Corona. Was setzt ihr euch als Team für ein Ziel? Ja, also ganz klar, und ich glaube, der Modus ist ja so, dass wir jetzt das Jahr, glaube ich, die ersten sechs, so viel ich weiss, sind ja direkt für die Playoff qualifiziert und da wollen wir sicher rein. Das heisst, wir werden in der Top 6 sein und das ist mal unser gestecktes Ziel, denke ich. Letzte Frage, du hast vor der letzten Saison den Vertrag verlängert und bis 2024. Kann man davon ausgehen, dass der Reto Beira seine Karriere zu Freiburg beendet? Ja, also wenn du mich jetzt fragst, ja, das hoffe ich eigentlich, aber das soll nicht heißen, dass ich nur noch vier Jahre spiele. Merci vielmals. Ja, danke. Ja. Merci vielmals, danke.